Hallo und herzlich willkommen zu Farm Together 2 mit der Gameplayerin. Und ich weiß nicht so genau, wer dieser kleine Kobold, wollte ich gerade sagen, dieser kleine Cowboy hier neben mir ist. Die grünen Haare kommen mir so bekannt vor, aber der sieht so fleißig aus, als ob er jetzt jederzeit hier sein Lasso schwingen könnte und ein paar Pferde für mich anfangen könnte. Oh, Pferde, da freue ich mich übrigens besonders drauf, wenn die endlich hier eingeführt werden. Ja. Die kommen aber nicht. Doch, die kommen auch. Nein. Die kommen auch. Keine Pferde. Es und gibt jetzt. Trampeltiere. Und jetzt. Gameplayer heißen. Und jetzt bin ich immer noch im Fotomodus. Und jetzt kann ich sagen: Hallo! Und ich. Da sind die Leute. Hallo und herzlich willkommen. Und da sind auch welche. Und da haben hier wir sind auch welche. Den Hintern vom und hier Epi. Auch hinten auch noch. Hallo, Epis Hintern, wie geht's dir? Ja, und kaum kommt man aus dem Fotomodus raus und alles ist wieder dunkel. Das ist doch doof auf dieser Farm. Das ist irgendwie ist das wie verhext. Wir haben jetzt extra die letzte Stunde ungefähr oder zwei Stunden, ich weiß nicht. Haben wir jetzt extra hier alles ein bisschen stehen gelassen und davor haben wir fleißig gearbeitet, damit wir jetzt ein bisschen Edelsteine farmen können, damit wir eine Erweiterung holen können. Und dann haben wir eigentlich zwei Sachen vor, aber ich weiß nicht, was wir davon machen können. Die sind immer noch nicht weiter hier. Aber die welche Erweiterung holen wir denn? Also wir haben schon 8.100, habe ich schon geholt. Nee, wir waren eben 5.000. Ich habe eben noch weitergemacht, als du hier geschlafen hast. Ich habe 8.000 schon, guck mal rein. Erstens, im Gegensatz zu dir, schlafe ich gar nicht. Ich habe hier Sachen umgewandelt und geschnitten. Das habe ich gesehen. Ja. Und im Bett oder was? Wie im Bett? Was für ein Bett? Mein PC ist kein Bett. Für dich schon. Ja, manchmal schlafe ich auch im PC schon mal ein, das stimmt. Aber nur wenn ich dann genauso müde bin wie heute im Endeffekt, das ist richtig. Ja, müssen wir mal eben schauen hier. Wir brauchen 8.960. Wieso sind die Fische jetzt immer noch nicht fertig? Jetzt habe ich extra so lange gewartet, dass ich da... Ja, das wird die jetzt immer noch nicht machen können. Toll. Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch was verkaufen. Hast du mitgekommen, dass einer deiner Zuschauer... Nee, wir können gerade nichts verkaufen. Oder doch, wir können die Fische noch verkaufen. Einer deiner Zuschauer ist gerade auf die Farm gekommen. Da habe ich jetzt keine Zeit zu. Ich muss verkaufen. Wir müssen die 900 irgendwie noch hinkriegen. Musst du mal eben Hallo sagen, wenn du das gesehen hast. Ich habe Hallo gesagt, aber... Die kommen ja wegen dir. So, 8.400. Ha, Gästebuch eingetragen. Aha, aha. So, hier haben wir nichts. Oh, hier haben wir noch eine Quest, die wir noch machen können. Wir haben keine Eier. Wir brauchen 23 Eier. Also, beziehungsweise, wir brauchen... noch 8 Eier. 8 Eier. Ja. Ich brauche 8 Eier. Ich brauche Eier. Ich brauche Eier. Lautze jetzt mal hier ruhig jetzt hier, Mann, ey. Das ist ja wohl nicht normal. Die Hühner wollen nicht auf Befehl Eier legen. Ja, die haben ja ganz viele Eier gelegt. Die sind ja alle extra nicht abgeändert worden. Da kannst ja wohl irgendwo noch 8 Eier kurz machen. Du müsstest jetzt genug Eier haben. Okay, dann zeigt er mir das nicht an. Warte mal, dann machen wir es. Ich dachte, der akzeptiert. Der aktualisiert das hier drin auch. Nein. Aber der hat mich reingelegt. Der aktualisiert hier gar nichts drin. Nein, jetzt brauchen wir Wolle. Wolle. Schatz, wir brauchen Wolle. Wir haben keine Schafe. Wie, wir haben keine Schafe? Ach so, die habe ich vor ein paar Stunden. Nee, aber vor ein paar Stunden. Die dürften jetzt eigentlich gar nicht. Hast du eigentlich ein neues Schaf gesetzt da von denen? Ja. Weil das war ab Level 1 oder 72 möglich jetzt. Und das kann man jetzt nicht mehr machen. Dann musst du das ja nicht gemacht haben. Das hatte ich, wo wir eben drauf gewesen sind, gemacht. Also beziehungsweise, wo ich drauf gewesen bin und der Epi ist dann beigetreten und dann hat er die ganze Zeit stand er einfach nur hier. Ich habe immer noch keine Wolle. Es kommt in 3 Stunden erst. Ich habe keine Wolle. Wolle geht nicht. Was interessiert mich die Stunden? Ja, 2,5 Stunden musst du das eigentlich. Ja, wir haben kein Schaf gerade hier, was billig ist, Wolle abzugeben. Die wollen nicht. Was haben wir denn hier? Birnen haben wir aber auf jeden Fall. Da kommen wir noch ein bisschen. So, und dann... Was macht ihr denn hier alles? So... Achso, ich laufe hier wie blöde rum. Moment, also die anderen 900, drei sind auf der anderen Seite. Wir brauchen noch 100 Edelsteine für die Erweiterung. Nee, echt?
Da du nicht rechnen kannst. Also ich sag gerade noch, wir brauchen etwas über 100 Edelsteine. Ja, so 900. Wir brauchen noch 100 Edelsteine. Aber ich glaube nicht, dass wir 915 brauchen. Da muss man mal gucken, wie viel genau. Ich habe uns gerade Medaillen gekauft. Ich weiß nicht, ob die gefälscht waren, aber ich habe welche geholt. 82 habe ich noch im Angebot. Irgendwo ist hier noch ein Typ. Hallo Dealer, wo bist du? 960 brauchen wir. Also wir brauchen noch jetzt drei. Hallo Dealer. Da ist einer. Es lauft doch nicht weg. Verkauf nur mal ein paar Fische. Oh, jetzt will der mir Salz geben und keine Edelsteine. Fische, ja, doch, kann sein, dass ich jetzt wieder machen kann. Warte, ich bin nicht die Schnellste zu Fuß. Das weiß ich. Oh, warte mal, hier können wir, glaube ich, auch ein bisschen. Nee, da ist ganz wenig drin. Du bist nicht die Hellste und auch nicht die Schnellste. Ich weiß jetzt nicht, ob der EP jetzt gerade mit seinem Spiegelbild redet oder was der da jetzt macht. Also deshalb jetzt haben wir 9100. Wir müssen, ich muss zurück. Wie machen wir das denn? Oh, das ist der Gerald. Von hier aus mal schöne Grüße. Ich habe gerade keine Zeit. Ich bin zu aufgeregt. Ich muss hier gerade was einstellen. Mir wäre es am liebsten, wenn wir das bei der 6 machen. Dann könnten wir heute doch noch das machen, was ich vorhatte. Ich will aber das nicht machen, was du vorhast. Weil das ist ganz toll. Nein, das kannst du nicht. Dafür haben wir dann wieder nicht genug Edelsteine. Ja, die müssten wir dann noch mal holen. Aber da müssten wir... Ich würde sagen, wir investieren hier oben in die 6 rein. Oh. Ich habe gerade was gesehen. Wir mussten noch mal Edelsteine verkaufen. Ja, aber ich nehme jetzt erstmal hier die Fläche, ne? Kannst du nicht. Mach mir da jetzt keinen Blödsinn. Wie viel braucht man? 8000? Ach, doch, das reicht. Wieso kostet diese scheiß Marmelade machen Edelsteine? Hä? Ach, ich mache keine Marmelade mehr. Die Marmelade kostet jetzt... Nee, das ist Ertrag. Den kriegst du. Echt? Ja, dann mache ich weiter. Ach, das ist irgendwie... Der EP ja, wieder. Du kannst aber auch einfach auf Q drücken und mal nachsehen. Ich war gerade total geschockt hier. Das ist auch immer. Also ich hole jetzt erstmal hier oben die Erweiterung. Nein, holst du nicht. Wie lange brauchen wir eigentlich diese blöden Erdbeeren? Wie viel brauchen wir davon? 20, 15, ups, ich habe aus Versehen auf den falschen Knopf gedrückt. Also ihr da draußen, keine Sorge, wir hatten das ja im Vorfeld alles schon abgesprochen. Wir hatten zwar noch nicht abgesprochen, welche Erweiterung wir genau holen. Die Gameplay ist nicht so schnelle und ist auch nicht so helle, deshalb... Meinst du, nur weil ich original blond bin, oder was? Ja. Das sind Vorurteile. Original Wasserstoff. Ganz böse Vorurteile. Vor allem, warum mache ich das jetzt hier oben? Das war jetzt wirklich nicht so clever. Das war jetzt irgendwie, weil ich jetzt gerade falsch geguckt habe. So, du guckst immer da, falsch. Da. So. Du mal die Bäume irgendwo hin. Wo tue ich denn die hin? Muss mal gucken. Da, wo die Fische sind, wo du diese Fische komisch da an die Bäume reingestellt hast, da kannst du die erstmal so daneben stellen. Da ist aber kein Platz mehr. Hä? Klar ist da noch Platz. Der ist voll, wo die Fische sind. Ja, wo die Fische sind, aber nicht der Platz da. Nein, ich tue die jetzt hier nicht. Ich fahre doch nicht da 5 Kilometer weit weg jetzt. Hallo, hier oben kommen alles neue Sorten hin. Ja, kannst du das dann wegbringen dann? Ist ja ich bin wieder die faule Socke, ne? So. Ich brauche hier ein bisschen Platz, weil ich nämlich gerade etwas am... nicht gerade, sondern weil ich nämlich... selber bei mir auf der privaten Farm etwas gebaut habe und dann sage ich schon mal doppelt ja, hier über diese Folge hallo Gerald, du weißt genau was ich meine, weil ich nämlich bei ihm was gesehen habe, was er aber im Nachhinein leider gebaut hat, er mir das aber nicht vorenthalten wollte, deswegen, jetzt muss ich nur gerade überlegen wie viel das sind und vor allem mit welcher Farbe fängt man. Nee, mit welcher Farbe fängt man an? Schwarz, glaube ich, oder? Du brauchst 8x8er Raster. Schwarz ist nicht 8x8. Das ist jedes zweite ist schwarz. Aber du fängst, glaube ich, auf der einen Seite mit schwarz unten an, ne?
Also eigentlich ist es ja egal. Ich glaube, auf der einen Seite fängst du mit Schwarz an, auf der anderen Seite mit Weiß. Ich guck gerade mal. Ich hatte doch schon mal irgendwas geguckt. Hä, wo ist mein Bild? Okay, der Epi hat keine Ahnung. Ich mach's das schon mal. Also, wir fangen hier einmal an. Vielleicht könnt ihr ja schon erkennen, was es wird. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und das wäre dann die 8. So, das müssen wir jetzt unterschiedlich machen. Egal, wie rum du anfängst. Ja, deswegen sage ich ja, auf der anderen Seite fängst du dann ja eigentlich mit... Nee, da fängst also, du wenn du so anfängst und das, an. Und wenn du so anfängst und das hier schwarz ist, dann ist auch hier die schwarzen Figuren. Das sind auch hier die schwarzen Figuren. Ja, wir haben jetzt kein Schwarz. Hä? Wie, wir haben kein Schwarz? Ja, wir haben kein Schwarz. Ist dir das so nicht aufgefallen, dass wir das nicht in Schwarz machen können? Ja, ich weiß, aber in Braun oder was ist das? Oder was ist das? Nee, wir haben nur Grün, Weiß und Rosa. Igitt. Dann machen wir das in Grün. Das heißt, Grün ist gut. Es wird ein sehr buntes Feld. Ihr könnt wahrscheinlich schon so in etwa erkennen, was es werden wird. Ich finde es ja schade, dass wir keine schwarzen Stellen haben. Andererseits auch irgendwie nachvollziehbar, weil, naja, auf dem Bauernhof wäre es, glaube ich, nicht so gut, wenn wir schwarze Böden hätten. Obwohl das auch mal irgendwie ganz cool wäre. Ne? Du könntest dir so einen abgebrannten Bauernhof erstellen oder sowas. Also so von der Optik. Ja, und welche Farbe willst du jetzt machen hier unten? Moment, ich muss ja erstmal alles hier drauf machen. Alles andere können wir ja noch nicht machen. Welchen Teppich? Überlass das nur mir, keine Sorge. Nein, ich will nicht, dass du das machst, weil dann ist das. Ich mach dir das kaputt. Mit. Ja, wir haben jetzt braun-weiß. Anders geht's mit ja. Mit Schnee. Mit I. Kannst du aber mal eben nachzählen, aber es müssten 8x8 sein. Nein. Warum nimmst du nicht? Warum nimmst du nicht Sand als braun? Das sieht doch schöner aus als dieses. Weil das kein braun. Also wir wollen ja schwarz eigentlich haben. Ja, aber schwarz gibt es ja nicht. Und zum Beispiel bei diesen Holzbrettern sieht das ja auch so ein bisschen bräunlich aus. Ja, wobei das natürlich schwarz lackiert ist, ne? Da ist nur das Brett an sich da braun. Nee, es gibt auch andersfarbige von diesem bekannten Spiel. Ja, ich denke, wir können es so langsam sagen. Also wir wollen. Also es wird Mühle. Ich wollte gerade sagen, wir hätten jetzt theoretisch, das ist glaube ich auch 8x8, ne? Oder ist das größer? Nee, spielst du auf dem gleichen Brett, meine ich, soweit ich weiß, ne? Die Frage ist jetzt nur, wie teuer sind die? Die sind nämlich sehr teuer. 120 ein. Kannst du irgendwo was noch verkaufen? Welche Farbe wollen wir nehmen? Ja, entweder weiß und rosa oder weiß und grün. Weiß und grün. Achso, können wir. Warte mal eben. Wir kennen rosa, das ist so. Ja, doch, wir so können jetzt auch rosa machen. Doch, doch. Ich will kein rosa. Also weiß und grün willst du. Ja. Okay, dann machen wir hier unten grün hin. Was machst du jetzt? Warum ist da jetzt ein Ding? Bist du dumm? Der Epi macht alles kaputt, was ich hier aufbaue. Hä, wieso? Hallo, wo ist das Ding hin? Ich würde es ja jetzt verkaufen und ein neues kaufen, aber... Das sieht irgendwie von oben komisch aus. Wie habe ich das denn bei mir gemacht? Ich glaube, außen hatte ich die Kühe hingestellt. Ich habe auf jeden Fall... Ach so, wir... Nee, wir haben noch nicht mehr, ne? Ich meine, die Schweinchen hatte ich als Türme drin. Und die Schafe dann als Läufer. Ich bin mir aber nicht sicher. Du hast ja immer noch nichts verkauft. Hallo, du kannst noch zwei machen oder drei. Also ist doch ein bisschen was verkauft. Ja, aber das reicht nicht, um hier alles zu machen. Ich brauche hier Leute, die mitarbeiten. Geh gleich, jetzt, du kannst mich mal. Drei. Aber du kannst mich mal sowas von. Weißt du, ich habe hier mit dem Schweiß über das andere Gesicht diese ganzen Dinger gefarmt. Ja, ja. Nein! Siehst du, jetzt hat es da noch was kaputt gemacht. Das sagen wir dem Epi nicht. So, fällt doch kein auf. So, jetzt habe ich uns. Wir haben jetzt gar keine Ressourcen. Ich habe alles verkauft, was wir irgendwo hatten. Das kann nicht sein. Wir haben viel zu wenig. Das kann nicht sein. Wir sind blank. Wir haben nichts mehr.
Kannst du mal schön alles wieder ranfarmen hier. Ja, deswegen bist du ja da. Deswegen haben wir extra hier alles stehen gelassen, damit wir das alles noch verkaufen können. Doch. Nein. Deswegen war ich die letzte Stunde extra nicht dran. So. Ah, es wird knapp, aber eine Seite kriegen wir hin. Das war 120, ne? Ja, genau. Eine Seite kriegen wir hin. Sehr schön. Das reicht aber. Das andere kann man sich denken. So. Und da hatten wir die Hühner draußen, ne? Genau. Ja, wie gesagt, also eins fehlt jetzt im Endeffekt noch. Nämlich, ja, ich weiß jetzt von dieser Seite aus gar nicht, je nachdem, welche Seite man spielt. Entweder König oder Dame fehlt noch. Ihr könnt vielleicht schon erraten, was es für ein Spiel ist. Oder haben wir das jetzt eben gesagt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, Mühle. Ja, bei Mühle beißen sich die Tiere auch gerne in den Schwanz. Ja, klar. Können wir gerade? Können wir nicht. Ja gut, wir können Kichererbsen-Theorie, aber die würde ich jetzt ungern verkaufen, die Dinger. Die Kürbisse können wir auf jeden Fall noch nicht machen. Wir haben keine Wolle. Aber... Ja, habe ich ja gesagt, dass wir keine Wolle haben. So wegen dir haben wir keine Wolle. Ja, genau. Jetzt bin ich's wieder. Da wir sowieso auch noch unsere... Warum sind die Hühner die Bauern? Weil die Hühner... Nee, da habe ich wirklich einen Hintergedanken gehabt, wo ich das bei mir aufgestellt habe. Die Hühner sind das, was du immer als erstes oder fast als einziges, neben den Fischen, aber die können wir ja nicht da reinmachen, bekommst, wenn du neue Gegenden hier machst. Und meistens ist es ja so, dass die Leute zu viel davon haben und die dann rauslöschen. Weißt du? Und das war meine Überlegung dabei. Warum ist die Ente der König? Ich bin mir nicht sicher, ob die der König oder ob das die Königin ist. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, ehrlich gesagt, auf welche Seite ich die jetzt hingestellt habe. Nee, von der Aufstellung her ist es die Königin. Das heißt, wenn du dann dahinter stehst, müsste es rechts sein, ne? Der König steht links, meine ich, ne? Der König ist der, wo nur die Krone ist. Oh, wir haben Winter. Da mache ich mal eben ganz schnell. Nee, nicht. Können wir? Nee, können wir gerade wirklich nicht. Weil die sind nämlich jetzt wieder durch hier, die Kohlköppe. Mhm. Aber hast du die privat schon mal hinbekommen, dass du da das nächste Level von kriegst? Nee, ich bin jetzt bei 9. Ich bin da so fleißig mit. Die sind schon bei, weiß ich nicht, 15, 20? Ich weiß, also die sind schon bei 20 recht gut hoch. Bei 20 kriegst du den nächsten. Ja, dann bin ich wahrscheinlich knapp unter 20. Aber die sind schon ziemlich hoch und ich habe es immer noch nicht geschafft. Ne? Das ist abartig, dass du da leveln musst, damit du da das zweite von bekommst. Also und ich habe auch erst 9. Level 9. Und ich habe da 4 Streifen von. Aber die brauchen nur 2 Stunden eigentlich. Ich denke, also ich habe jetzt mal auf meinem Farmfeld habe ich mal komplett Kohl gesetzt, also voll gemacht. Ja, ich habe ja so einen Kohlstreifen auf den normalen Feldern, sage ich jetzt mal. Dann habe ich 4 zusätzliche Streifen, wo dann, also ich habe 8 insgesamt, wo dann was gelevelt wird. Da ist jetzt Kohl und Trauben drauf. Trotzdem wird das nicht besser. Also es dauert. Es dauert unheimlich. Wir können Linsen im nächsten Monat machen. Dann würde ich sagen, die 3 Minuten warten wir auf jeden Fall ab und machen die Linsen da drauf, weil die sind schneller. Nee, ich will jetzt hier eben Roggen pflanzen, oder was meinst du? Ja, aber nicht da, wo die Linsen sind. Nee. Ja, siehst du. Die können wir auch nicht. Achso, können wir dir die roten? Noch die lilanen machen. Die lila Trauben. Können wir auch nicht machen. 150 Roggen müssen wir machen. A. B. Können wir noch machen. Ja, irgendwas müssen wir ja jetzt machen noch, damit wir noch ein bisschen was verkaufen können. Deswegen. Kartoffeln können wir noch machen. Aber du brauchst ganz schön viele dafür noch, ne? Um die zweite Seite zu setzen, ja, das ist...
Ich wollte da eigentlich ja die Steine für benutzen, die wir für die Erweiterung haben. Das Problem ist, wir brauchen natürlich erst die Erweiterung, damit wir was da hinstellen können, weil wir jetzt nicht so viel Platz haben. Ja, und da du immer schläfst den ganzen Tag, hast du eben die ganzen Tage nichts gemacht. Was hast du mal mit deinem Schlafzimmer? Hast du eben gearbeitet oder hast du gepennt? Ich habe gearbeitet. Ja, ja, genau. Bei mir ist ja der einzige Unterschied, selbst wenn ich schlafe, arbeite ich. Mhm. Dein Körper arbeitet, du dann aber nicht. Oh, ich hasse den Winter. Das ist dann auch noch so dunkel, gerade wenn du dann noch nachts hast oder so. Und da ich mich weigere, jetzt irgendwie, also bis auf das, was wir jetzt extra machen, so dekomäßig, da irgendwo jetzt Geld reinzustecken in diesen, ja, in diesen aktuellen Status, sage ich jetzt mal, also in diesen Level halt, ne? Also ich würde, wenn das komplett ausgebaut ist und wir tatsächlich keine Edelsteine mehr brauchen, um jetzt hier zu erweitern und so, dann würde ich Edelsteine reinstecken, um das Ganze heller zu machen. Aber jetzt nicht in diesen aktuellen Status, das meine ich jetzt damit. Ja, das ist... Ach so, die sind eben abgeerntet worden, ne? Was immer nur ausreden. Was hat das für Ausreden? Wenn die abgeerntet worden sind, sind die abgeerntet worden. Nein, mit deinen Edelsteinen auskleben. Ja, was hat das jetzt mit Ausreden zu tun? Du musst ja mal sowieso, entweder machst du die Farm riesig groß, damit du halt viel farmen kannst und dann kriegst du natürlich auch irgendwann mehr. Oder du machst hier halt schön und du machst ja hier jetzt so eine, ja, so ein mehr, eigentlich, ja, aber mehr auf Schönheit als auf Produktivität, weil... Nee, das nicht, aber ich sag mal, man kann ja nicht immer nur was aufnehmen und die Leute sehen einen immer nur beim Farmen dazu, ne? Das ist schon klar. Deswegen, das ist generell langweilig, dass dann die Farmen immer nur, das ist... Würde ich jetzt so nicht sagen. Also ich kenne auch Leute, also ich selber habe es mir jetzt so nicht angeguckt, aber ich kenne auch Leute, die tatsächlich den ganzen Tag nur rumfahren. Entweder im Stream, ne, also wo sie dann natürlich nebenbei dann auch ein bisschen quatschen können oder so. Oder halt eben, ach, habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Der lief hier gerade zu Fuß rum. Ich dachte zuerst, das bist du. 10 Sekunden, genau. Da gucken die Leute dann auch zu. Ich frage mich dann zwar immer, was gucken die Leute, bin ich ganz ehrlich. Also ich würde sie jetzt nicht die ganze Zeit nur dabei zugucken wollen. Wenn du dich über Gott und die Welt unterhalten willst, sowas, und dann dabei das machst, ist das ja auch, kann man das machen. Dann ist das halt so nebenbei hier, spielst du dann noch was, sage ich mal so. Ja, aber das sind dann die Streams. Aber ich habe auch englischsprachige, also frage mich jetzt nicht, YouTube, aus welchem Land. In Videos finde ich das irgendwie ein bisschen... Die dann teil... Ich habe auch welche gesehen, die einfach nur fahren, ne? Also, die sich nicht unterhalten, ja, also nichts, die einfach vorstellen. Nur fahren. Ja, ah, deshalb will ich ja ein Motorrad haben, dann würde ich auch nur fahren. Auf der Farm. Auf der Farm. Nein, aber es ist... Weil da kann ich immer singen, ich fahre mit meinem Motorrad durch den Hühnerstall. Nee, das ging anders. Ja, der hier Text ist jetzt leicht. Der Text ist anders irgendwie. Aber das gibt's, das Lied. Also eigentlich war es die Oma. Die Oma, und genau. Nicht der Opa, ne? Oh ja, Gerald, das kann ich dir nicht versprechen. Ja, wir müssen mal schauen, was mit unseren Überwachungskameras ist, ne? Die sind extra in der Toilette angebracht, nur dort. Ach nee, und im Schlafzimmer. Wie, das hast du mir gar nicht gesagt. Du beobachtest mich im Schlafzimmer? Ja, ja. Scheiße. Damit ich weiß, wenn dein Hausfreund vorbeikommt und dir... Du meinst der Amazon-Bote. Genau, der Amazon-Bote. Also alle Amazon-Boten, die jetzt vielleicht zugucken könnten und wissen, wer ich bin, weil sie schon mal hier was abgeliefert haben. Er meint das aus Scherz. Weil irgendwie muss immer der Amazon-Bote oder der Postbote dran glauben, wenn er sowas sagt. Ja, das war ja früher immer der Postbote sonst, der da irgendwie... Ja, aber jetzt kriege ich mehr über Amazon. Jetzt, genau, und das hat sich jetzt verändert. Oh, jetzt macht er mich hier schon total kirre. Jetzt bin ich hier schon total... Also wie immer. Ach, wir können Kohl machen. Wenn du gerade nichts kannst, wollte ich gerade sagen. Ich habe immer was zu tun, im Gegensatz zu dir. Ja, ist klar. Ich bin hier für die Verpflegung der Schafe, bin ich hier gerade am Sorgen. Ne? Du und Verpflegung. Ja, ich muss hier erstmal hier, ne? Weil du die ganze Zeit nicht machst. Die Quest musste ich questen jetzt erstmal hier. Die Quest musst du questen?
Warum ist hier eigentlich dieser Weg nicht durchgemacht? Wer hat das wieder gemacht? Wenn du jetzt den neuen meinst, den habe ich nur verschoben. Außerdem haben wir, mach bloß keinen Weg jetzt dahin, sonst haben wir keine Edelsteine. Ja, aber drei Edelsteine kann ich nur verwenden. Nein! Das ist aber unschön, man kann uneffizient da nur herfahren. Das ist mir doch egal, wo bist denn du überhaupt? Das geht dich nichts an. Da hinten war doch überall Weg. Nein. Was laberst du? Hier sind die Wege überall durchgezogen gewesen. Ich gehe nochmal gucken, ob ich nochmal was bekommen kann. Vier Dinger, die fehlten da. Was hast du gesagt? Ich habe keine Wolle. Kohl. Ach, Kohl. Nee, Kohl ist doch, habe ich doch abgeerntet gehabt. Hä? Nee, den konnte ich eben neu setzen, als ich dir das gesagt hatte. Ja, eine Stunde 32 Minuten. Den habe ich vorhin abgeerntet. Also, ich war noch nicht mal vor 5 Minuten ungefähr da und ich konnte den normal wieder draufsetzen. Ja, oder wo ist denn noch Kohl? Weil hier, ja, wo du den draufgesetzt hast, unten, wo wir normalerweise nur die Event-Sachen machen. Ach so, ja, Event, das kann sein. Aber da dürfte der doch auch dann... Ist der fertig? Ja doch, der ist fertig. Ja, soll ich da nochmal welchen hinmachen? Den habe ich nur mal so, damit der gelevelt wird. Nee, ich sag das jetzt nur, damit du dir ja jetzt die ganze Zeit Gedanken darum machst, ob du welchen hinsetzt, nicht damit du welchen hinsetzt. Boah, die könnte ich die ganze Zeit schlagen. Und dann würde ich... Das wird nicht reichen. Oh, das wird nicht reichen. Nein, das Problem ist, dass ich immer so bin, weil du mich den ganzen Tag am Schlagen bist. Ja, 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 ja. Du ziehst mir eine Tüte auf den Kopf und dann haust du einfach drauf. Ja, ne, treffe ich ja, wenn ich mir... Oh Gott, jetzt kriege ich Kopfkino. Wir müssen ein anderes Thema hier suchen. Ich habe 2 neue gute Horrorfilme bestellt, Schatz. Gucken wir die zusammen. Nein. Warum? Weil du denkst, ich bin auch so... Sollte heute nicht irgendwie was anderes ankommen noch? Ja, das ist doch vorhin angekommen. Ich weiß nur gerade nicht mehr, was es war. Oh Mann, das ist der... Ach so, ja, ja, spiel mir das Lied vom Tod. Spiel mir das Lied vom Tod. Ich habe übrigens jetzt auch die anderen 3. Die kommen morgen an. Oh Gott. Es tut mir leid. Aber wir haben zwar schon Bully Parade und so geguckt, aber als ich die geguckt habe... Du hast dir den geholt. Habe ich mir dann gedacht, bei Amazon... Nein, wieso? Den haben wir auch gerade geguckt. Ja, den haben wir gerade geguckt, aber alles, was ich gut finde, und das hat mich daran erinnert, wie gut ich die finde, muss ich in meinem Regal stehen haben. Hast du den Schuh des Manikus an die Haut? Ja, morgen ja. Und Traumschiff so preis. Habe ich morgen dann auch, ja. Gott, der Flick stört. Aber ich glaube, mehr hatte er nicht, oder? Der Bully Herbig? Weiß ich jetzt nicht. Also ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen, Leute. Ja, aber ich kann euch die wirklich nur empfehlen. Doch, der hat LOL, macht er ja noch auf Amazon irgendwie, meine ich. Das aber ist das ist eine Serie, oder? Ja, die heißt so die Serie. Das, LOL ist auch ein Spiel, aber das hat damit nichts zu tun. Das ist irgendwas anderes. Ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen. Also aber hat nichts weiß, mit dem zu tun, was er macht, meinst du jetzt? Naja, doch, das ist... Aber ich meine, es ist mit ihm halt. Oh, Kameras, wir haben dich erwischt, Gerald. Es tut mir wirklich leid. Ich musste unbedingt hinschauen, weil ich wusste, dass du ins Badezimmer gegangen bist. Es tut mir leid. Schande über mein Haupt. Ich laufe so weit wie möglich weg. Ah, wie viel haben wir denn jetzt? 600? Hauptsache, er macht die Klobrille wieder runter, damit man das Elend nicht sieht. Aber er hat sich hingesetzt. Er ist ein guter Junge. Man kann sich da ja nur hinsetzen. Das ist wieder so diskriminierend gemacht von dem Spieleentwickler. Sagt ein Sitzpinkler, ja. Ja, aber für Männer ist ja, können ja auch im Stehen normal. Also man möchte ja wenig Option haben. Es kommt drauf an. Ich weiß jetzt, Frauen könnten auch jetzt artet das Thema schon wieder aus, aber es kommt drauf an. Bestimmte Dinge könnt ihr auch nicht im Stehen. Das würde ich wohl nicht. Doch, also ihr könnt schon, aber es wäre doch sehr eklig. Guck mal, jetzt hat er uns schon verlassen. Also, oh Gott. Ja, ich wäre dann auch gegangen jetzt bei dem Thema. Gut, dass er das erst später... Gerald, es tut mir leid, wir wollten dich jetzt nicht vertreiben mit unseren Themen, ja? Es tut dem Epi sehr leid, dass er so eklig gewesen ist. Mir vor allem, ja. Kannst nicht machen. Ja, um euch jetzt nicht auch noch zu vertreiben, würde ich sagen, machen wir hier mal einen kleinen Cut. Und ich habe aber jetzt schon was hingebracht. Ich sag das jetzt einfach. Ich mache jetzt weiße Dinger. Wie weiße Dinger? Achso, hast du schon ein paar hingesetzt? Aber du musst die immer in eine Richtung drehen, ne? Denk dran. Nein, ich drehe die, das kannst du selber machen. Ich will ja, ja, dann laufe ich da durch und drehe die dann richtig rum, oder was? Oh.
Also ich muss mal gucken, was der Epi für einen Blödsinn macht. Und mach hier mal erstmal einen kleinen Cut, damit die Folge nicht so lange wird. Und wir hängen die nächste Folge dann direkt hinten dran, damit wir auch mitbekommen, was der alles für einen Blödsinn macht. Also ich sag dann mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Wenn er sich nicht verabschiedet, hat er immer böse Hintergedanken. Böse ich sag nicht ciao, weil ciao ist tut weh. Ist genau. Au. Wir haben nicht genug Geld wegen dir. Boah, jetzt gibt der hier wieder alles aus. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.